und herzlich willkommen zum heutigen Schminkkörbchen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingeklickt habt. Vielen Dank. Heute war das Schminkkörbchen ein bisschen anders. Es war ja bisher immer so, also ich mache das Schminkkörbchen jetzt schon 2 Jahre lang. Ich finde es echt krass, irgendwie fast jeden Sonntag, außer ich bin mal nicht da oder so, zeige ich euch das Make-up, das ich kommende Woche benutzen werde. Und halt euch das in die Kamera und swatch euch das. Manchmal vergesse ich es auch, aber zum Großteil. Aber irgendwie dachte ich mir so, jetzt halt, ich weiß nicht, es hat mich fast schon so ein bisschen gelangweilt. Also nicht die Tatsache an sich, das Schminkkörbchen zu packen, weil das macht mir ja Freude, einfach zu gucken, was möchte ich mal wieder benutzen und so. Aber euch das einfach so stupide in die Kamera zu halten. Ich fand es irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen, und da habe ich überlegt und dann dachte ich mir so, wow, jetzt wo ich so toll sehe und immer 3 cm vom Spiegel kleben muss beim Schminken, könnte ich ja eigentlich mein Schminkkörbchen mal so in Form eines Get Ready With Me's machen. Sprich, ich schminke mich halt, filme mich dabei und hoffe zum einen, dass es nicht zu lang dauert. Weil wenn ich nämlich alleine bin und schminke mich immer, also wenn meine Männer sind ja jetzt gerade nicht da, dann mache ich das wirklich exzessiv. Also da lasse ich mir richtig Zeit, weil ich die sonst nicht habe. Deswegen, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu lang geworden. Und dann seht ihr halt die Produkte natürlich, die ich kommende Woche benutze, sprich, die ich in mein Schminkkörbchen gepackt habe, das ist alles beim Alten. Aber ihr seht die auch in Action. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ja mal ganz interessant, wenn man auch sieht, wie die Produkte dann auch funktionieren. Und ja, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Das ist heute quasi das Proto-Video. Und ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst mir gerne in den Kommentar, wie ihr es findet, ob ihr das zukünftig gerne so sehen möchtet. Oder ob euch die alte Variante besser gefallen hat. Und ab und zu einfach nur mal Get Ready With Me. Also vielleicht mögt ihr mir einfach eure Gedanken dazu hinterlassen. Es würde mich sehr freuen natürlich auch. Ich möchte auch, dass es euch gefällt. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Wie gesagt, alles, was ich kommende Woche benutzen werde, zeige ich euch jetzt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns gleich ungeschminkt. Und ich mache mich fertig mit euch. Bis gleich. So, jetzt ohne Make-up und mit schicker Frisur, aber egal, wir legen jetzt los. Foundation, nee, ich fange mit Primer an. Ich habe für kommende Woche mir was reingepackt, was mich ganz besonders freut. Denn ich wollte dieses Zeug, das ist vom Benefit der Professional Primer, schon ewig ausprobieren. Weil ich doch hier auf der Nase und auf der Stirn so ein paar größere Poren habe. Und habe dann mir immer gedacht, naja, vielleicht kaufe ich ihn mir halt jetzt mal, ne? Aber ich habe dann neulich mal meine Samples sortiert und ausgemistet und ich habe das gefunden. Sprich, jetzt kann ich das testen und muss es nicht kaufen, was mich natürlich ganz besonders freut. Das hier ist so eine Paste. Ich habe das jetzt hier einfach so ein bisschen aufgezogen. Mal gucken, wie lange das hält. Foundation für kommende Woche, wie derzeit ständig von CoverGirl, die Ready Set Gorgeous Foundation im Farbton Classic Ivory. Das mache ich hier so einen schicken Tupfen. Und ich habe hier unten wieder so richtig tolle Pickel. Ich könnte durchdrehen momentan. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hatte nie so schlechte Haut irgendwie wie jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, in der Pubertät nix, ja. Machen wir vielleicht ein paar Unreinheiten, aber wirklich nicht schlimm irgendwie. Und muss ich erst 35 werden, um hier richtig anscheinend so Akne am Kinn zu kriegen. Also ich finde es echt heftig momentan. Und vor allem, der eine halt jetzt ab und jetzt kommt schon der nächste. Und hier, das sind schon so vernarbte Stellen irgendwie. Also ich blende das Ganze ein mit meinem Beauty Blender. Da brauche ich jetzt echt einen neuen, der fällt schon fast auseinander. So, Foundation sitzt. Dann mache ich gleich als nächstes mir mal hier diese Pickel weg, weil mich die so aufregen. Mit meinem MAC, heißt das gutes Zeug, Studio Finish Concealer in NC15. Da gehe ich einfach mit den Fingern so ein bisschen rein. Dann mache ich als nächstes Concealer von Maybelline, der Fit Me im Farbton 15.
einmal unter die Augen und hier ein bisschen den Augenringen, um so ein bisschen den Augenringen den Kampf anzusorgen, das wollte ich sagen. So, Concealer ist fertig, dann sette ich alles mal so ein bisschen mit dem NYC Smooth Skin Loose Face Powder in Transparent. Und auch das mache ich mit meinem Beauty Blender. Und ich versuche immer ganz, ganz wenig nur. Und unter den Augen sette ich derzeit ja am liebsten mit dem Hourglass Ambient Lightening Powder in Diffused Light, was eigentlich ein Highlighter ist. Allerdings funktioniert der super als Setting Puder unter den Augen. Also das ist wirklich super, muss ich sagen. Ein bisschen Kontur und Bronze ist so ein bisschen mit dem Hoola Benefit. Den kennt ihr ja auch schon, den habe ich derzeit ständig. Und das hier, Hit the Pan wird immer größer. Ich nehme da meinen MAC 134. Dann mache ich als nächstes jetzt mal meine Lidschattenbase und zwar nehme ich die Too Faced Shadow Insurance. Kennt ihr ja aus meinem Schminkkörbchen schon. Und ich versuche nur die allerkleinste Menge zu nehmen. So, dann Augenbrauen. Kiko Precision Eyebrow Pencil, wie immer. Einmal hier ein bisschen kämmen. So, Brauen sättig, ich halte ich in Form mit dem Alberti transparenten Augenbrauen und Wimperngel. Ich finde, das ist so das Beste, was die Drogerie zu bieten hat. Dann Lidschatten. Ich habe mir für nächste Woche rein nur ein Quad und zwar vom Physicians Formula, das Canon Classics Quad. Das ist dieses hier und das habe ich noch nie benutzt. Also das ist jetzt wirklich was absolut noch unbenutzt ist. Und ich möchte die Woche meine Augen relativ dezent und neutral halten, dachte ich mir, weil ich ein bisschen einen krasseren Lippenstift habe. Den zeige ich euch dann aber. Die Lippen ist ja ganz zum Schluss. Und jetzt machen wir erstmal die Augen. Transfer und so ein bisschen Crease gemacht. Dann nehme ich hier diesen hellsten Ton aus diesem Quad und nehme den MAC 239, einfach einen flachen Lidschattenpinsel. Und mache das mal auf mein Lid einfach. So, und jetzt, um dem Ganzen noch ein bisschen Definition zu geben, nehme ich hier noch den dunkleren Braunton. Thank you.
Und dann nehme ich meinen so einen alten, uralten Evelyn-Pinsel und gehe damit noch ein bisschen an den unteren Lidrand. So, alleine für kommende Woche habe ich mir reingepackt. Oldie, kennt ihr jetzt, hatte ich jetzt schon ein paar Mal, und zwar den NYX Trijolie Liner in Braun. Das ist ja wie so ein Gel-Liner, funktioniert. Mache ich den jetzt oben? Wo mache ich den denn jetzt hin? Ich will jetzt auch nicht zu dunkel werden irgendwie, aber so ein bisschen. Nee, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt keinen Liner. Ich nehme den jetzt aber trotzdem mal mit rein. Ich nehme jetzt hier nochmal meinen Quad und nehme, was nehme ich denn? Ich nehme mir meinen guten alten MAC 219 Pencil Brush und nehme hier nochmal diesen dunkelsten Ton und mache damit quasi wie so eine Art Liner oben halt. Dann kommen wir zum Blush. Ich nehme, ach, Highlighter, im Innenwinkel und unter der Braue habe ich heute was reingepackt, das ich dann für alles nehme. Seht ihr da? Oder, eigentlich kennt ihr es schon, hatte ich auch schon. Blush, was ich schon ewig nicht mehr benutzt habe und was ich sagen muss, was ich fast auch ausgemistet hätte. Aber irgendwie dachte ich mir so, jetzt behält es das doch. Und zwar ist es aus dieser Marilyn Monroe LE, die war ja, ich weiß gar nicht, schon ewig her. Und zwar das The Perfect Cheek Matte Powder Blush. Das hier. Und ich weiß nicht, das hat wie so eine Schicht, also ich war nie so hundertprozentig begeistert, als ich es damals im Laden geswatcht habe. Guck mal, ich habe jetzt ewig gerieben. Also die Farbe ist schon echt schön, es ist halt so ein absolut neutraler Ton, es ist ein Swatch, ist unmöglich irgendwie. Als ich das damals im Laden geswatcht habe, fand ich es richtig gut, deswegen habe ich es mir ja gekauft. Und ich weiß nicht, ob das ein Montagsprodukt war, aber das hat so eine richtige Schicht auch irgendwie drauf. Also ich war dann zu Hause mit der Farbabgabe und mit der Pigmentierung echt nicht zufrieden und man muss da echt reinkratzen, damit man überhaupt irgendwas runterkriegt. Und nicht. Jetzt Highlighter und das ist jetzt langweilig, tut mir echt leid, aber den hatte ich letzte Woche schon, aber ich liebe den. Den hatte ich schon seit 2 Wochen. Das ist jetzt schon die 3. Woche, wo ich den habe. Tibetan Wild Bronzer in Reserve Your Cabana. Ja, ist der schön. Weil ich den so toll finde, habe ich mir überlegt, ich nehme den jetzt auch diesmal als Highlight für unter der Braue und vor allem im Innenwinkel. Also das ist was, auf das ich einfach nicht verzichten kann. So, mein Urban Decay All Nighter. Und das mache ich immer vor Mascara. Also Mascara ist dann immer das Letzte. Last but not least, Mascara, wie derzeit immer von CoverGirl, die Super Sizer, aber ich sag's immer dazu. Ich habe nur eine Mascara offen, weil für was, ne? So, haben wir noch Wimperntuschen. So, nachdem ich jetzt gefühlt 30.000 Schichten Mascara aufgetragen habe, mein Mascara-Auftrag ist echt ein bisschen krankhaft, habe ich das Gefühl. Also ich nehme mal so viele Mascara-Schichten, aber ich mag es gern dramatisch auf meinen Wimpern.
Kommen wir zum besten Lippenstift. Ich hätte es jetzt gerade fast vergessen. Ich sage so schön, last but not least, hier Mascara, aber ich habe ja noch gar keinen Lippenstift dran. So, nachdem meine Lippen jetzt ein bisschen trocken sind, weil ich gerade auch die Mascara-Reste so ein bisschen entfernt habe, nehme ich jetzt als erstes mal mein MAC Prep and Prime. Hier meine Lippen so ein bisschen vorzubereiten. Wir werden dieses Mal etwas auffälliger, habe ich mir überlegt. Ich hatte total Bock, mal wieder auf so richtig dunkle, pflaumenfarbene Lippen und habe mir deswegen von Jordana den Modern Matte Lipstick in der Farbe, wie heißt das gute Stück, Matte Dare. Das ist der und das ist so ein richtig, richtig schöner Pflaumenton. Und habe mir noch eine Lip Liner mit rein in der Farbe Plush Plum. Der ist auch von Jordana. Ich dachte mir, der passt ganz. Ja, es ist nicht so. Es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also der ist schon es ist nicht. Ich habe nicht die perfekte Farbe für den Lippenstift einfach. Aber ich dachte mir, das könnte so ganz gut funktionieren. Und das tragen wir jetzt gleich mal auf. Und ich habe mir dann noch eine Safe-Variante rein, weil ich nicht weiß, ob ich das nächste Woche wirklich jeden Tag machen werde mit dem Lippenstift. Und zwar von, den habe ich ja noch nie benutzt, aber ich wollte ihn jetzt unbedingt mal ausprobieren, von Fresh, der Sugar, wie heißt das Zeug, genau, Tinted Lip Treatment in Berry. Und das ist halt, ne, guck mal, das ist auch so ein Farbton, auch so ein Bärenton. Und okay, für einen Tinted Lip Treatment ist das auch relativ gut pigmentiert, aber es ist mit Sicherheit ein bisschen schierer auf den Lippen und dezenter als jetzt dieser dunkle matte Ton. Deswegen ist das für nächste Woche meine Safe-Variante. Aber jetzt, heute, machen wir mal hier richtig. Lip Liner, jetzt sieht ihr mich nicht mehr. Mal gucken, ob ich das nächste Woche wirklich jeden Tag so trage. Also die Augen mit Sicherheit, aber die Lippen, ja, wie gesagt, mal gucken. Ich habe meine Safe-Variante mir reingepackt. Und ja, das ist mein Schminkkörbchen für kommende Woche. Ich hoffe, dass euch dieses so ein bisschen Get Ready With Me gefallen hat. Dass ihr halt jetzt die Produkte auch so in Action ein bisschen gesehen habt, wie die funktionieren irgendwie. Ja, ich dachte mir, ist vielleicht doch ein bisschen spannender. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, wenn ihr mögt, sehen wir uns am Mittwoch in meinem neuen Video. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Was wollte ich sagen? Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Ich freue mich immer riesig von euch zu lesen. Oder gerne auch natürlich ein Abo, wenn es euch hier gefällt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Video. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss!